Hallöchen, liebe Freunde, willkommen beim Digitalfuchs. In diesem Video möchte ich einmal mit euch zusammen die iSeeker IA800 zusammen anschauen. Ich habe die Kamera zur Verfügung gestellt bekommen von der Firma, aber ich war so begeistert, dass ich gesagt habe, ich möchte sie unbedingt testen und mit euch zusammen mal anschauen. Was ist so cool an der Kamera? Als erstes mal, ihr habt so ein bisschen Metallrahmen drumherum, was die Kamera ein bisschen besser schützt. Ihr könnt 15 Meter tief damit schnorcheln quasi, ohne zusätzliches Gehäuse, was ich schon mal ganz gut finde. Aber ihr braucht natürlich irgendwo einen Griff und Zeugs. Kommen wir gleich nochmal nachher dazu. Und wie gesagt, das Ganze ist auch so gut aufgebaut, dass ihr 6K 30 FPS habt. Das Ganze wird natürlich hochskaliert. Ich würde natürlich immer im 4K-Modus einfach filmen und gut ist. Mit diesem Case könnt ihr tatsächlich nochmal 40 Meter insgesamt rausholen. Dual Screen, das finde ich mega gut, weil ihr nämlich vorne dann sehen könnt, was ihr filmt. Und das Ganze könnt ihr per Wi-Fi natürlich verbinden und habt dann mit eurem Handy nochmal die vollste Kontrolle. Ihr seht dann die Bilder darauf, die Videos und könnt natürlich sehen, was die Kamera gerade sieht. Mega gut. Was aber hier wichtig ist natürlich, okay, einmal hier die Quick Start Guide, User Manual, könnt ihr natürlich einen Blick reinwerfen, wenn ihr euch damit überhaupt nicht auskennt, ist das immer empfehlenswert. So, hier haben wir einmal die Kamera im Gehäuse schon drin, zwei Akkus und das ganze Zubehör. Kommen wir gleich nochmal dazu. So. Ihr wisst, bei diesen Action-Cams ist immer ein Haufen dabei. Wenn ich sage ein Haufen, dann meine ich auch ein Haufen. Wichtig für euch ist, ihr habt eine Fernbedienung mit dabei. Ihr könnt das Ganze quasi nochmal mit so einem Gurt euch um den Arm drum herum machen und alles Mögliche an Schwarmhalsbefestigung. Das Ganze ist ein Krampf, da wieder reinzukriegen. Deswegen schneiden wir das nur ganz kurz an. Wie gesagt, ihr könnt auf der Seite natürlich immer komplett sehen, was da für ein komplettes Zubehör mit dabei ist. Link wie immer unten in der Videobeschreibung. Aber soweit zu dem Thema. Gehen wir lieber ein bisschen auf die Kamera drauf ein. Und zwar, wie gesagt, mit diesem Case habt ihr tatsächlich 40 Meter Wasserdichtigkeit. Ohne das Case habt ihr nur 15 Meter, was zum Schnorcheln natürlich reicht. Ist cool, aber ihr habt natürlich hier den Vorteil, dass ihr hier unten dann immer nochmal diese Aufnahme dann habt, wo ihr quasi nochmal an so einen Stick oder irgendwas dran machen könnt. So habt ihr natürlich nur die leere Kamera, die müsstet ihr dann so in der Hand halten quasi. Oder es gibt dann nochmal so einen Plastikrahmen drumherum, den ihr dann dran machen könnt. Aber ist natürlich dann so auf jeden Fall nicht so geschützt. Aber ihr könnt natürlich damit spontan schnell ins Meer und könnt damit dann irgendwelche Videos dann schnell machen. Schauen wir uns das Ganze mal an. Hier unten klappt ihr auf und könnt dann schon den Akku reinmachen. Das machen wir auch direkt mal. Und schauen uns die Kamera ein bisschen von außen an. Man merkt, dass sie ein bisschen hochwertiger ist, wie gesagt, mit dem Alurahmen. So ein bisschen, ja, auch schwerer. Auf jeden Fall finde ich sie sehr gut verarbeitet. Hier haben wir den Power-Knopf, den halten wir ein bisschen gedrückt. Und dann kommt auch schon ein Ton hier seitlich raus und ihr wisst, dass die Kamera quasi am Hochfahren ist. So, hier habt ihr nochmal die Möglichkeit, theoretisch Mikrofone dran zu schließen, falls ihr das Ganze so ein bisschen als Vlogging-Kamera benutzen wollt. Ist natürlich mega gut. Das Ding hier können wir abschrauben, die Linse können sie dann quasi, also den Linsenschutz, den können wir dann theoretisch austauschen. Wahrscheinlich müsst ihr dafür anfragen und bekommt dann einen zugeschickt. Auf jeden Fall ist da aber die Möglichkeit. Hier sehen wir schon die Einstellungsmöglichkeiten. Hier haben wir natürlich auf 4K 60 FPS eingestellt. Und wie ihr seht, ist natürlich nur das Display hinten an. Wenn ihr hier gedrückt haltet, hier an der Seite quasi diesen Knopf, dann seht ihr, schaltet sich auch das vordere Display quasi an. Das hintere geht aus, um Akku zu sparen und so könnt ihr das Ganze dann auf jeden Fall umschalten. So, wie gesagt, ich werde euch jetzt mal ein bisschen einen Videotest hier einblenden quasi, wie die Kamera so quasi performt, wie das Video hier aussieht und wir kommen danach schon zu einem kurzen Fazit.
So, jetzt habt ihr quasi gesehen, dass die Kamera auch echt gute Videos macht. Also normalerweise kriegt ihr diese Kamera auch immer im Angebot auf der Amazon-Seite. Link, wie gesagt, wie immer unten in der Videobeschreibung. Und dafür finde ich sie eine echt gute Action-Cam, sage ich jetzt mal. Gibt es bessere da draußen auf dem Markt? Natürlich. Meiner Meinung nach, wer natürlich mehr Geld investiert, bekommt auch eine bessere Action-Cam. Aber für die knappe 100 Euro, sage ich jetzt mal, die ihr dafür investieren müsst, ist das schon eine echt gute Action-Cam. Vor allem, wie gesagt, was mir halt echt gut gefällt, ist, dass sie natürlich auch ohne Case wasserdicht ist und dass ihr vorne nochmal ein Display habt. Also falls ihr damit ein bisschen vloggen wollt oder euch im Urlaub ein bisschen selber aufnehmen, dann ist das gar kein Problem. Schreibt mir mal unten in die Videobeschreibung, ob ihr euch die Kamera vielleicht zulegen möchtet, ob euch das Video geholfen hat und gefallen hat. Und ansonsten schreibt mir liebe Grüße in die Kommentare. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, liebe Freunde, euer Digitalfuchs.